Hallo, mein Name ist Wenke Siefert. Ich arbeite als Tierärztin für Pferde in der Pferdegesundheit Rhein-Main in Waldalgesheim, hauptsächlich in der Fahrpraxis. Und ich habe seit kurzem die Zusatzbezeichnung für Pferdeosteotherapie und kann da auch demnächst die Pferde behandeln und freue mich drauf. Also ich beschäftige mich heute mit der Frage, wann friert mein Pferd und was kann ich dagegen tun? Pferde frieren weit weniger schnell als der Mensch, weil ihre thermoneutrale Zone 5 bis 25 Grad ist. Das heißt, in der Temperaturzone fühlen sich Pferde am wohlsten. Bei Menschen ist die sehr viel kleiner gefasst, nämlich nur 25 bis 30 Grad. Das heißt, der Mensch friert viel schneller als ein Pferd. Und außerdem ist das Pferd mit sehr vielen thermoregulatorischen Eigenschaften und Mechanismen ausgestattet. Es hat zum einen eine sehr kleine Körperoberfläche im Vergleich zu seinem doch sehr großen Volumen und verliert sehr wenig wirklich Wärme. Und letztendlich hat es dann auch Mechanismen mit Fell oder auch Venen in den Beinen, die ihm die Wärme in der Körpermitte quasi erhalten. Und die setzt es alles ein, um nicht zu frieren. Das Pferd außerdem ist endotherm, das heißt, es hat über Muskelarbeit und Fermentationsprozesse im Blinddarm die Möglichkeit, selber Wärme zu produzieren. Das unterschätzt man als Mensch immer, weil wir das für uns selber gar nicht so wahrnehmen. Das heißt, ein Pferd friert eigentlich... nicht so schnell. Ich erkenne daran, ob ein Pferd friert, wenn es sich vom Verhalten ändert, wenn es sich von der Haltung und vom Bewegungsablauf ändert, also wenn es so aufgezogen dasteht und natürlich auch, wenn es zittert. Und dann kann man als Besitzer, als Tool, tägliches Tool gucken, dass man täglich die Temperatur vom Pferd misst, weil wenn die Körperinnentemperatur stetig gleich ist, weiß man, ob dem Pferd zu warm oder zu kalt ist. Und erst dann, wenn sich da Änderungen ergeben, kann ich gegensteuern. Und das meiste, was hilft, ist einfach, dass man dem Pferd Bewegung gewährt oder eben auch dann einen Unterstand. Und dann können die schon sehr kalte Temperaturen sehr gut tolerieren. Was alle Pferde wenig gut tolerieren können, ist Nässe. Also sobald es regnet und leicht kalt ist, frieren die viel eher, als wenn es einfach nur kalt ist. Also um täglich Temperatur zu messen beim Pferd, schafft man sich am besten einen Fieberthermometer an und zeichnet das auf, sodass man einfach wirklich weiß, wo die Normaltemperatur bei seinem Pferd liegt. Und wenn die jetzt zum Beispiel bei 37,2 ist, durchgängig, egal zu welcher Jahreszeit, dann kann man wirklich Rückschlüsse ziehen, wenn sie dann an einem Tag bei 36,4 ist oder bei einem bei 38,2, dass man sagt, jetzt ist es ihm zu kalt oder es ist ihm zu warm. Und man kann zusätzlich auch einmal unter die Decken fühlen, wenn sie eingedeckt sind, und die Körperoberfläche anfassen, um da zu fühlen, wie warm tatsächlich das Pferd ist. Und da muss man auch vermutlich täglich einmal runterfassen, um mal wirklich zu wissen, welche Vergleichswerte man hat, weil die meisten Pferde sind auch wirklich zu warm eingedeckt. Und wenn die über ihre thermoneutrale Zone kommen von den 25 Grad, dann haben die ganz schnell auch thermischen Stress. Und das passiert unter Decken viel eher als in einem Unterstand, wo die sich wirklich selber rein und raus bewegen können, wie sie möchten.